So, ja, dann nochmal Hallo von meiner Seite. Ich möchte euch gerne hier im dritten Talk heute Vormittag etwas erzählen darüber, wie wir grob vorgehen, wenn wir eine G Suite-Einführung in kleineren Organisationen machen und woran sich das ableitet, wie aufwendig vielleicht auch so eine Einführung ist, welches Vorgehen wir da wählen und euch einfach so ein bisschen einen Einblick geben, auch in unser Tagesgeschäft. Und ich werde gerne auch gleichermaßen nochmal für größere Einführungsprojekte berichten, was da so der Ansatz ist, den wir da Google-seitig fahren. Genau. Aber insofern G Suite bei kleineren Organisationen einführen, ist mein Thema. G Suite ist ja ein recht breites Set an Applikationen, das man in der Organisation einführt. Das heißt, das ist nicht einfach nur so, wir stellen mal das E-Mail-System um, sondern da hängen dann eben entsprechend auch Dinge wie das gesamte Dokumentenmanagement mit dran. Wir haben durchaus auch Einführungen, wo einfach Teilbereiche rausgegriffen werden. Also zum Beispiel gesagt wird, wir möchten gerne diesen ganzen Teil Dokumente erstellen, Dokumentenmanagement entsprechend mit der G Suite abbilden, belassen unsere Mails aber in dem alten System. Ja, aus ganz verschiedenste Gründe für geben. Ja. Der häufigste Fall ist tatsächlich trotzdem, dass wir die Gesamteinführung machen und zum Teil damit auch entsprechend alte Systeme ablösen. Ja, was kann da mit involviert sein? Es kann sein, dass die Leute entweder ihre Mails und Co. bei einem Anbieter wie Strato und Co. vorhalten, Office 365. Es kann sein, dass sie Dropbox im Einsatz hatten. Es kann sein, dass sie für Chat entsprechend auch Slack genutzt haben und Co. Also häufig gibt es irgendwie eine bestehende Applikation auch, aus der man sich dann verändert in diesen neuen Toolstack rein, den die G Suite hier einmal als Gesamtpaket auch und auch tatsächlich ja zu sehr attraktiven Kosten letztendlich dann anbietet. Ja? Insofern ist es immer so eine Sache, wo man verschiedene Komponenten hat und da möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen, auf einem High-Level, wie wir da so vorgehen. Es gibt von Google einen dreistufigen Ablauf, den wir für größere Implementierungen auch anwenden. Das heißt, dieser Ansatz wird, auf, jetzt mal sehr grob betrachtet, auch bei Einführungen für 30.000 Mitarbeiter von der G Suite letztendlich gelebt. Ja, da hängt dann natürlich deutlich mehr dran als in der kleinen Einführung. Grundsätzlich ist dort der Ansatz aber, dass wir halt sagen, als erstes wird die Core-IT, so das IT-Team, ongeboardet. Das heißt, das ist so das Projektteam, das dann im weiteren Schritt auch die ganzen technischen Migrationen und Co. begleitet und den Rollout mit begleitet in die Organisation rein. Das wird häufig als Google Squad auch bezeichnet. Das ist praktisch das Team, das dafür sorgt, dass die G Suite dann erfolgreich eingeführt wird in der Organisation. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die hier als Early Adopter bezeichnet sind und auch gerne als Google Guides bezeichnet werden. Das ist die Gruppe, die häufig dann auch schon aus den Fachbereichen rauskommen. Ja? Das heißt, wir wollen insgesamt etwa 10% aus der Organisation haben, da aus verschiedensten Bereichen. Man spricht also jeweils zum Beispiel mit den Abteilungsleitern, Bereichsleitern und Co. Zum Teil gibt es auch so einen Selbstrekrutierungsprozess. Das ist immer eine Abstimmungsfrage mit der Organisation. Aber wir versuchen da etwa 10% der Organisation zu bekommen, die sagen, ich steige schon früher ein und helfe dabei, die ersten Erkenntnisse über die Nutzung in den Fachabteilungen zu sammeln, um dann entsprechend das Ganze weiter ausrollen können. Und dann findet erst das statt, was hier als Global Go-Live bezeichnet ist, das heißt der eigentliche Rollout an alle Mitarbeiter, sodass die entsprechend an Bord kommen. Das heißt, das ist so ein dreistufiger Prozess, der gedacht ist für einen Zeitraum von etwa 3 Monaten auch. Ja, selbst bei sehr großen Transitionen, was durchaus ein sportliches Zeitfenster sein kann. Für kleinere Organisationen ist aber häufig so, dass sowas natürlich viel, viel schneller laufen kann. Und insofern haben wir in der Kommunikation mit Kunden, wenn es eben sag mal, kleiner als 30 Mitarbeiter rum sind, haben wir halt einen sehr viel schlankeren Ansatz einfach, wo wir gemeinsam mit dem Kunden eine kleine Checkliste aufsetzen, diesen Prozess durchsprechen und da wollte ich einfach mal einen Einblick geben, welche Schritte da so dran sind, die wir dann jeweils mit dem Kunden durchsprechen und durchgehen.
Warum jetzt diese 30 Mitarbeiter? Nur ganz grob, wenn die Organisation größer wird, dann lohnt es sich irgendwann wieder mit diesen 10% diesen Early Adopter Ansatz zu fahren und zu sagen, ich nehme aus den verschiedenen Bereichen nochmal Early Adopter mit dazu. Für kleinere Organisationen ist es häufig leichter, hier so wie heute mal alle irgendwie in einen Raum zu hauen und dann zu sagen, okay, wir haben das mit einer kleinen Gruppe, mit 4, 5 Leuten schon angetestet. Das sind dann häufig schon 20% der Organisation oder so. Und wenn es bei denen gut klappt, dann ist man eigentlich schon bereit für den generellen Rollout. Ja? So, wie sieht dieser Ablauf so in etwa aus? Wir machen gemeinsam mit den Kunden dann ein entsprechendes Kickoff-Gespräch. Das heißt, in diesem Kickoff-Gespräch schauen wir nochmal, was sind eigentlich die Quellsysteme, was sind alles die Zielsysteme, also was soll alles aus der G Suite mit entsprechend eingeführt werden bei der Organisation und stimmen dann auch entsprechend den weiteren Ablauf ab. Wenn man dann ein Trial, da werde ich euch nochmal einen Link für geben, wo man sich so eine Testphase der G Suite dann auch anlegen kann, wo, wenn man sich diese Instanz jetzt sozusagen angelegt hat, dann wird mit als erstes nach der Akzeptanz der Nutzungsbedingungen eine Domain-Verifizierung gefordert. Das heißt, man muss bestätigen durch einen entsprechenden DNS-Eintrag, dass man der Inhaber der Domain ist. Ja, und je nachdem, wen wir als Ansprechpartner haben, wenn das jetzt eher der nicht technische Geschäftsführer zum Beispiel ist, dann ist das halt so ein bisschen der Punkt, wo man mitunter halt sagen muss, okay, wenn du nicht selbst entsprechend bei euch beim Webprovider die Domainverwaltung machen kannst, dann brauchen wir halt zum Beispiel noch jemanden aus der IT oder so, der entsprechend da unterstützt. Ja? Beziehungsweise müssen zumindest die entsprechenden Zugangsdaten vorliegen. Dann machen wir die Domain-Verifizierung gemeinsam und sprechen auch früh schon das Thema Datenschutzvereinbarung an, dass man einfach aus dem DSGVO-Hintergrund heraus da schon mal schnell die richtigen Settings abschließt. Das sind dann 2 Klicks letztendlich in der Admin-Konsole. Und da vielleicht der Hinweis nochmal auf cybert.biz/Google-Datenschutz. Da haben wir ja verschiedene Vorträge hier schon im letzten Jahr auch gehabt zum Thema Datenschutz. Da gibt es eine kurze Erläuterung, worauf man da an der Stelle achten sollte. Dann werden die Nutzer in der G Suite angelegt, üblicherweise. Das heißt, entweder bei den kleineren Organisationen manuell oder es gibt eben eine Quellliste schon, die bereitgestellt werden kann, die wir dann entsprechend importieren können. Was dann passiert ist, um den Kollegen, die jetzt dieser kleinen initialen Gruppe angehören, sozusagen diesem Core-Team, das die Einführung macht, um denen schon mal zu ermöglichen, mit den Google-Lösungen auch inklusive Mail und Co. zu arbeiten, ohne dass die anderen direkt betroffen sind, wird an dem Mail-Server eine Einstellung vorgenommen, ein sogenanntes Dual Delivery, dass der Mail-Server die Mails gleichzeitig auch mal an den Google-Mail-Server forwardet. Das heißt, wir stellen da sicher, dass auf beiden Mail-Servern letztendlich dann die E-Mails vorliegen und dadurch kann ein Teil der Organisation auch schon anfangen, in der Gmail-Inbox zum Beispiel mit den Mails zu arbeiten und ein anderer Teil der Organisation ist aber noch unbetroffen, die ja noch nicht gleich diesen Change mitmachen sollen. Es gibt es in 2 Ausprägungen, häufig wird auch direkt Google sozusagen zum führenden Mail-Server gemacht und es wird an den alten Mail-Server weitergereicht. Das ist eine Sache, die wir entsprechend in dem Kickoff auch gemeinsam mit dem Kunden klären. Und dann findet auch eine erste Mail-Migration statt. Das heißt, damit letztendlich diese Pilotnutzer wirklich produktiv arbeiten können, ist es uns auch wichtig, dass sie ihre gesamten Bestandsmails schon mit da haben. Das kommt dann so ein bisschen auf den Umfang natürlich auch drauf an, wie lange diese Migration entsprechend im Hintergrund dann läuft. Aber wir gucken, dass bei der Pilotnutzung schon die alten Mails auch da sind. Warum das? Wenn man die nicht in der Inbox hat, dann ist es so, dass man immer wieder mal, wenn man mal kurz was nachschauen will, wieder auf seinen alten Mail-Account zum Beispiel oder auf sein Outlook oder was immer man auch nutzt, einen Webmailer, praktisch wieder zurückgreift. Und wir möchten halt die Möglichkeit geben, bereits in dieser Phase die G Suite halt vollumfänglich zu nutzen. Das heißt zum Beispiel auch Mails, die man braucht, dann aus dem Gmail-Interface raus direkt die Suche anzustoßen und dann auch die Altmails zu finden. Deswegen ist das für uns eine Priorität auch schon in dieser frühen Phase. Je nachdem, was an Quellen noch vorhanden ist, was an Dokumenten zum Beispiel überführt werden soll, machen wir auch eine kleine Testmigration für die entsprechenden Dokumente, die überführt werden sollen und schauen eben, dass an der Stelle auch alles sauber läuft. Da kann es eben verschiedenste Konstellationen geben, je nachdem, was die Quellsysteme sind. Und das wird alles auch noch in dem Kickoff direkt besprochen.
Also die Schritte, die ich bis jetzt dargelegt habe, das ist so das, was wir als in dem Kickoff-Gespräch direkt abstimmen, ja, dass wir schon mal so einen Überblick haben, was die nächsten Schritte sind. Die führen wir dann entsprechend durch und halten dann eine kleine Review-Session mit dem Kunden. Das heißt, wir telefonieren uns nochmal zusammen und machen einen Meet und sprechen darüber, wie die letzten Schritte jetzt so gelaufen sind, welche Herausforderungen vielleicht aufgekommen sind. In der Zwischenzeit haben die Pilotnutzer schon erste Erfahrungen gemacht, haben ein paar Fragen gesammelt. Die klären wir dann und prüfen nochmal ab, ob es noch irgendwelche Dinge gibt, die uns daran hindern würden, jetzt für den Rest der Mitarbeiterschaft das Ganze entsprechend weiter auszurollen. Dann folgt in einer spezifisch dann aber festgelegten Reihenfolge diese Mail-Migration auch für die anderen Nutzer. Wir migrieren die restlichen Dokumente, ja, je nachdem, wenn es eben entsprechend erforderlich gewünscht ist. Und dann findet im Zweifel die finale Umstellung des Mail-Servers statt mit Kalendermigration. Und ab dem Zeitpunkt, also wenn die Schritte gemacht sind, dann ist im Grunde genommen startklar, die Daten liegen alle in der G Suite irgendwie vor. Und die Kollegen können entsprechend anfangen zu arbeiten. Es wird häufig begleitet durch eine entsprechende Trainingssession dann, die zu dieser Umstellung gemacht wird, die entweder der Kunde selbst vor Ort macht, wenn sie eben Pilotnutzer haben, die sich gut eingefuchst haben und das gerne in-house lieber selbst machen möchten. Oder es gibt die Möglichkeit, bei uns ein Training hier vor Ort zu machen oder beim Kunden on-site ein Training zu machen, um einfach den Kollegen dann die Möglichkeit zu bieten, direkt produktiv zu starten und gerade auch die Fragen so, ja, bisher habe ich das im Altsystem so gemacht, wie läuft das jetzt eigentlich im neuen System, dann entsprechend machen zu können. Das ist so ein Prozess, der dann durch ein Abschlussgespräch auch nochmal beendet wird, wo wir einfach mal gucken, was sind noch für Fragen aufgekommen, was für Klärungsbedarfe gibt es noch, wie ist die Akzeptanz gerade in der Organisation und dann wird individuell halt geschaut, was noch an weiteren Schritten erforderlich ist. Dieser Prozess kann fast alles von wenigen Tagen bis mehreren Wochen dauern. Ja, je nachdem, wie Informationen bereit sind, je nachdem, wie versiert der entsprechende Ansprechpartner das System in der Organisation einführt, ist, lässt sich das sehr schnell letztendlich machen und kann aber mitunter auch mal so ein paar Wochen dauern, bis alle Themen, gerade wenn Migrationen noch von verschiedensten Quellsystemen irgendwie mit anstehen, dann kann es auch mal ein bisschen länger dauern. Wir begleiten diesen gesamten Prozess. Das heißt, dass auch viel Aufschlauung der Kollegen, was die Nutzung des Admin-Bereichs an und Co., findet einfach in diesem Prozess auch direkt mit statt. Wenn jemand von euch jetzt so einen 30-tägigen kostenfreien Test von der G Suite einfach starten möchte, dann könnt ihr auf cybert.biz/G-Suite-Trial gehen und da habt ihr direkt die Möglichkeit, ein kleines Formular auszufüllen. Wir kriegen dann die Info, dass da für euch eine entsprechende Instanz angelegt wurde und dann können wir mit euch in Kontakt treten und gehen eben die Schritte mit euch gemeinsam durch und klären, was vielleicht auch spezifisch bei euch zu berücksichtigen ist. That's it. Habt ihr Fragen? Gibt es denn im Vergleich zum Marktbegleiter, sei es die Office 365, glaube ich, Vor- oder Nachteile? Ja, Kevin, kannst du mal... Das Mikro, genau. Also die Frage war nach Vor- und Nachteilen des Marktbegleiters Office 365, genau. Wir haben dazu einige Talks, auch bei uns bei YouTube sozusagen. Ein vollumfänglicher Vergleich ist etwas aufwendiger, sagen wir mal. Vorteile sehen wir insbesondere im Bereich der Kollaboration mit den Google Tools. Also die Google Tools sind eher so ausgelegt, dass sie sehr einmal leicht erlernbar sind. Also der Großteil der Leute, mit denen wir die Systeme vergleichen, lobt die Einfachheit, die Nutzerfreundlichkeit des Systems, was auch die Trainingsbedarfe häufig sehr stark reduziert. Dann ein Riesenasset meines Erachtens ist die hohe Verbreitung der Google-Lösung schon. Also allein Gmail wird von über 1,5 Milliarden Menschen genutzt weltweit. Das heißt, häufig wird der Vergleich gemacht, naja, aus der Arbeitswelt kenne ich ja nur die Microsoft-Lösung. De facto nutzen viele Leute zu Hause aber eigentlich die Google-Tools, ne? Auch gerade wenn sie schon ein Android-Gerät haben und entsprechend haben viele sowas wie Google Mail zum Beispiel im Einsatz und haben dann gar keine Umstellung mehr, was eigentlich die Nutzung von der Mail-Applikation zum Beispiel angeht. Ja, also Usability ist so ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist eben der Kollaborationsteil, dass man sehr einfach und natürlich in den Lösungen kollaborieren kann, in Echtzeit kollaborieren kann,
Da wurde ich gerade von einem befreundeten Unternehmer darauf angesprochen, dass er mit dem Konkurrenzprodukt nicht so gute Erfahrungen gemacht hatte. Was verteiltes Arbeiten noch im Zug und sonst was mit mobilen Devices. Der andere sitzt zu Hause am Rechner. Dass das nicht ganz so flüssig läuft, wie er das von den Google-Tools erlebt hat. Und der dritte Teil, muss man auch sagen, ist das Pricing. Ja, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Auslegungen, aber als Gesamtpaket ist die G Suite im Schnitt eigentlich immer günstiger. Da macht es auch Sinn, mit uns zu reden als Partner, dass wir immer noch mal gucken können, gibt es da tarifliche Möglichkeiten, zum Beispiel über einen Jahrestarif oder ähnliches nochmal Discounts auf das zu ermöglichen, was man sonst als Listenpreis dort buchen würde. Und da gibt es also auch noch einen gewissen preislichen Spielraum. Und dadurch kann man sagen, im Schnitt ist es halt günstiger. Also im Endeffekt würde ich sagen, einfacher erlernbar, höhere Usability, bessere Kollaborationsfeatures und drittens ein preislicher Vorteil. Und in größeren Organisationen hören wir noch als Punkt, dass sie eigentlich einen bewussten Wandel der Organisation in Richtung der Cloud, in Richtung der Kollaborationsfeatures haben wollen und dieses lokale Arbeiten mit Dokumenten dadurch bewusst ausschalten wollen. Muss man auch sagen, dass andere Organisationen wieder halt sagen, okay, eigentlich will ich diesen Change jetzt gerade nicht so stark angehen, will diese lokalen Clients weiterhin vorhalten und davor dann eher zurückschrecken. Aber das sind so die Argumente, die üblicherweise die Kunden dazu bewegen, entsprechend die G Suite einzuführen. Migration von älteren oder Produkten wie zum Beispiel Lotus, was Kalender und Mail angeht, geht das auch? Oder ja. Ist das jetzt okay? Genau, das ist ein häufiger Migrationsfall tatsächlich. An der Stelle, wenn man sich für eine große Lotus Notes Migration interessiert, wir haben bei uns im YouTube-Kanal einen Talk von Alexander Pöllmann von Fissmann zum Beispiel, die für 12.000 Mitarbeiter so eine Migration entsprechend vorgenommen haben. Da gibt es entsprechende Migrationstools auch, die einem helfen, diese Migration vorzunehmen. Und das ist tatsächlich häufig auch ein Fall, dass die Unternehmen sagen, naja, wir haben uns schon mal gegen Microsoft entschieden, haben uns damals für Notes entschieden. Und dann tun wir das an der Stelle jetzt auch wieder für die aus häufig denselben Gründen, eben dass sie sagen, nee, wir setzen hier an der Stelle auf einen anderen Anbieter, auf Google an der Stelle. Und da gibt es entsprechende Tools für. Okay, und auch hier nochmal die Frage zum Hosting, also gerade im Finanzsektor, das ist ja stark regulatorisch, drangsaliert. Und was immer, wenn man nicht garantieren kann, dass die Daten das Land oder den Kontinent nicht verlassen, darf man das eigentlich nicht anwenden in diesen Sektoren. Mhm. Wie ist denn das hier bei diesen Lösungen? Gibt es da auch eine G-Cloud Germany, die quasi garantiert, das bleibt alles in Deutschland oder von mir aus in Europa? Oder wandern die Daten auch mal über den Teich während irgendeines Prozesses, die es dann halt für gewisse Unternehmen quasi untragbar macht, das zu machen aus regulatorischen Gründen? Genau. Also technisch werden die Daten dort vorgehalten, wo sie am sinnvollsten sind, erstmal im Hintergrund. Das heißt, wenn man sehr viel aus Europa zugreift, dann kann man eigentlich schon damit rechnen, dass Google die Daten in den europäischen Rechenzentren verteilt. Es werden regelmäßig neue Datacenters auch aufgemacht. Jetzt im März zum Beispiel ein riesen Datacenter in Zürich, das neu eröffnet wird. Und seit dem letzten Jahr ist es tatsächlich so, dass man in der G Suite entsprechende Data Regions festlegen kann. Das haben wir auch entsprechend in YouTube nochmal in einem Talk ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ist heute tatsächlich bei uns über Twitter auch nochmal geteilt worden, dass Data Regions ausgewählt werden können und dann, das läuft auf einer Kontinentalebene letztendlich. Bisher kannst du entweder USA auswählen als Standort, wenn du sagst, ich will das als Datenstandort haben, oder entsprechend Europa. Wahrscheinlich werden dort weitere Selektionsmöglichkeiten kommen. Aber wenn du sagst, ich will erzwungen quasi die Daten in Europa halten für die Kerndienste der G Suite, dann geht das darüber. So sagst du es kontinental. Europa ist ja nicht gleich EU. Also aus regulatorischen Gründen ist ja immer EU quasi das Maßgebliche. Ist in dem Fall Europa gleich EU oder ist Europa der Kontinent? Das wird jetzt mit Brexit nochmal eine spannende Frage sein. Das müsste ich nochmal differenziert betrachten. Aber weil die Frage auch dahin geht, wie ist das jetzt mit Finanzinstituten entsprechend, wie wird das dort gehandhabt? Tatsächlich ist es so, dass da in den Gesprächen mit Google noch entsprechende Datenschutzspezialisten mit hinzugezogen werden. Ja, das heißt, wenn man jetzt
Es gibt ja letztes Jahr auf der Next wurde zum Beispiel die Commerzbank als großer Kunde von den Google-Lösungen vorgestellt. Da gibt es entsprechende Datenschutzrechtler, die im Hintergrund auf Google-Seite mitarbeiten, die auf Kundenseite mitarbeiten und da die spezifischen Fragen dann klären können. Ja, aber GDPR-Compliance wird da sichergestellt und die Data Regions stärken das Ganze da nochmal an der Stelle. Okay, vielen Dank. Ja, sehr gern. Weitere Fragen? Ansonsten seid ihr herzlich dazu eingeladen, wie gesagt, euch einfach mal so einen Trial zu machen. Das läuft 30 Tage kostenfrei, man braucht keine Kreditkarten oder sonstiges anzugeben. Und dann kann man das einfach mal ausprobieren. Das geht auch nicht über in irgendeinen Pay-Tarif ohne Rücksprache, sondern wir begleiten euch dann gerne, zeigen euch einmal die gesamten Lösungen, dass ihr dann Überblick bekommt und stehen für Fragen natürlich auch gerne zur Verfügung. Dankeschön.